Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Videointerview. Begrüßen Sie heute mit mir Frau Silke Schröder. Guten Tag, Frau Schröder, herzlich willkommen hier in Köln. Ja, und ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Frau Schröder, Sie sind Immobilienmaklerin. Mhm. Sie waren Vorsitzende des Vereins Deutsche Sprache. Sie betreiben einen Videoblog. Schröders Wochenrückblick beim Deutschlandkurier. Mhm. Ja, und dann waren Sie zuletzt sehr viel in der Presse, weil Sie im vergangenen November am Treffen in Potsdam teilgenommen haben. Vollkommen zutreffend. Ja. Wie schauen Sie jetzt auf dieses Treffen? Es ist ja medial recht still geworden um dieses Treffen mittlerweile. Ja, wie schauen Sie da drauf und würden Sie daran nochmal teilnehmen? Also wie schaue ich da drauf? Ich würde noch nicht mal sagen, dass es so wirklich still geworden ist, denn es hat ja im Nachgang, jetzt auch in den letzten Wochen, doch noch einige Meldungen dazu gegeben, insbesondere zu der Frage nach den Hintergründen der finanziellen Ausstattung von Korrektiv. Es hat ja jetzt auch einen Gerichtsprozess eines Teilnehmers gegeben. Es wird demnächst auch noch einen Arbeitsgerichtsprozess geben, einer der Teilnehmerinnen, die an diesem Novembertreffen auch teilgenommen hat. Also man merkt in der Presse zwar nicht mehr in dieser Breite, aber doch noch punktuell, dass das Thema immer mal wieder aufploppt. Ja, würde ich an diesem Treffen noch mal teilnehmen? Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich das Treffen, als ich daran teilgenommen habe, natürlich als etwas ganz anderes wahrgenommen habe, als das, was aus ihm gemacht worden ist. Also für mich war das eine Veranstaltung von vielen, die ich im Jahr besuche. An diesem Treffen war nichts Konspiratives, das war ja auch kein geschlossener Kreis, sondern es war ein Tag mit verschiedenen Vorträgen, wo ich zu eingeladen worden bin. Ich hatte den Veranstalter schon vorher mal auf einer anderen Veranstaltung gesehen. Es gab einige Leute, die ich kannte, andere noch nicht. Und insofern war das für mich ein netter, aber relativ belangloser Tag auch, wo man gute Gespräche geführt hat, sich das ein oder andere angehört hat und einfach einen Tag zusammen verbracht hat. Als die Berichterstattung von Korrektiv dazu kam, war ich also relativ ungläubig, staunend, was man daraus fabriziert hatte. Und ich sage wirklich bewusst fabriziert, weil ich mittlerweile sozusagen mit etwas Distanz zu den Dingen feststellen möchte, dass das Ganze wie eine perfekte Orchestrierung eines doch geplanten Ablaufes aussieht. Denn man kann sich ja des Eindrucks nicht verwehren, dass dieses Treffen offenkundig instrumentalisiert, wenn nicht vielleicht sogar initiiert wurde, um im Anschluss daran diese Gegenrechtsdemos, die ja auch praktischerweise von den Bauernprotesten abgelenkt haben, um nicht zu sagen, sie in der Versenkung haben verschwinden lassen, gefolgt von dem Punkteplan von Frau Faeser gegen Rechtsextremismus, gefolgt von der Debatte darüber, dass man jetzt endlich aber auch das AfD-Verbotsverfahren einleiten müsste, etc., gefolgt wurde. Also was meinen Sie mit dem, Sie hatten gesagt, das Treffen wäre initiiert worden. Was meinen Sie damit? Naja, also es stellt sich ja durchaus die Frage, Korrektiv hat in keiner Weise die Quellen offengelegt. Also wir wissen ja mittlerweile nur, dass irgendjemand dort postiert worden war als Gast, der aber nicht teilgenommen hat, sondern nur im Hotel war, dann wurde erst gesagt, naja, der hätte irgendwie mit Richtmikrofon oder mit seiner Uhr gefilmt oder gelauscht. Es gab aber im Nachgang zwar viele Behauptungen, aber keinen Verweis auf belastbare Quellen. So, und jetzt ist ja die eine Frage entweder oder die eine Möglichkeit, entweder das ist quasi alles nur fabriziert worden. Dafür wusste man aber dann zumindest sehr gut darüber Bescheid, wer die Teilnehmer waren und was die Vortragsthemen waren. Oder das ist durchaus eine Art von Protokoll oder eine teilweise Aufzeichnung gab, die aber nicht verwendet werden kann. Also insofern muss man davon ausgehen, dass Korrektiv eine Quelle hat, die sie nicht preisgeben können. So, und insofern lässt das so ein bisschen darauf schließen, dass Korrektiv nicht allein auf die Idee gekommen ist oder zumindest diese Veranstaltung nicht alleine ausgespäht hat.
Was glauben Sie denn, warum es so lange gedauert hat, bis Korrektiv das veröffentlicht hat? Weil es ist ja im November passiert und es wurde dann im Februar, ne, wurde Januar. Es veröffentlicht. Januar. Wurde es veröffentlicht. Ja. Ich glaube, dass man auf den perfekten Zeitpunkt gewartet hat. Man war ja in der Zwischenzeit auch nicht untätig. Man hat also eine tolle Website gebastelt, wie bei so einem Cluedo-Spiel hat man dann die Figuren porträtiert. Man hatte dann ja schon nahtlos auch ein Theaterstück, diese szenische Lesung im Kasten, die sowohl in Potsdam als auch in Berlin aufgeführt worden ist, mit umfangreichem Bildmaterial. Also das lag in der Schublade. Da bin ich relativ sicher. Und dass man das eben nicht vor den Weihnachtsfeiertagen rausgeholt hat, sondern genau zu dem Zeitpunkt, als die Bauernproteste auf Berlins Straßen einen ungeahnten Höhepunkt angenommen haben. Das lässt darauf schließen, dass man das vorbereitet hatte und einfach auf den Zeitpunkt gewartet hat, der am opportunsten ist, wo man es einfach gut gebrauchen konnte, um von anderen Krisen im Land abzulenken. Ja, Sie waren dabei. Haben Sie alle Vorträge gehört? Ja, ich denke, ich habe alle Vorträge gehört. Ja, und da ist ja immer wieder, auch heute noch, wird ja immer wieder gesagt, dass die 25 Teilnehmer Deutsche deportieren wollten. Und wenn man das Wort Deportation hört, dann denkt man ja gleich, hat man gleich die Bilder vom Dritten Reich im Kopf, wo halt Juden in Waggons in die KZs deportiert wurden. Ist dieses Wort gefallen? Was genau ist da gesprochen worden? Nein, also was man ja auch den Medien hat entnehmen können, also auch Korrektiv hat ja seine eigene Webseite dahingehend abgeändert und gesagt, naja, Deportationen, das hätten sie auch gar nicht gesagt, dass davon explizit die Rede von gewesen sei. Was man viel in den Medien gelesen hat, war die Formel: Wenn Rechte von Remigration reden, meinen sie die millionenfache Vertreibung, / Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund. Aber Korrektiv, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. Korrektiv hatte doch zuerst auf der Webseite Richtig. Stehen gehabt. Und dann haben sie es aber ja auch galant abgeändert, als sie gemerkt haben, sie können das nicht aufrechterhalten und es gab da zu viel Rückfragen, auch Hinweise und auch durchaus Menschen, wozu ich ja auch gehöre, die sich dann in die Öffentlichkeit begeben haben und gesagt haben, das stimmt einfach nicht. Ja? Also Martin Sellner hat sein Buch zum Thema Remigration vorgestellt. Ein Begriff und ein Sachverhalt, über den selbst Olaf Scholz, wenn auch nur theoretisch, und auch Nancy Faeser gesprochen haben. Selbstverständlich wissen wir alle, dass in einer Situation, in der wir uns befinden, in der millionenfache illegale Migration in unser Land erfolgt, auch irgendwann einmal Rückführung von Menschen in größerer Größenordnung stattfinden muss, weil wir nicht alle illegalen Migranten dieser Welt ungefiltert aufnehmen können dauerhaft. Das ist doch logisch. Ja, und die Gesetze sagen ja auch, natürlich, wenn dann in einem Land wieder Frieden herrscht und Frieden eingekehrt ist, dass diese Menschen, die geflüchtet sind vor einer Kriegssituation, dann aber auch wieder in ihr altes Land zurückgehen. Richtig. Und ich glaube, das ist auch ein massiver Aufreger im bürgerlichen Lager, dass man einfach das Gefühl hat, hier wird unser Asylrecht nicht nur seit mittlerweile 8 Jahren konsequent ausgehebelt, sondern man hat aus dem Asylrecht mittlerweile so eine Art Migrationsrecht für alle abgeleitet. Und Frau Faeser toppt das jetzt noch, indem jeder, der es dann irgendwie 3 bis 5 Jahre hier aushält, auch noch den deutschen Pass an den Kopf geworfen kriegt. Also das ist ja ein Stück aus dem Tollhaus. Es ist ein Rechtsbruch. Also wir befinden uns in einer dauerhaften Situation des Rechtsbruchs. Das sagen ja auch führende Experten und Verfassungsrechtler, die auf diesem Gebiet bewandert sind. Und es kann ja nicht sein, dass man als Mensch, der sich für die Wiederherstellung des Rechtsstaates ausspricht, als Rechtsextremer diffamiert wird. Das ist ja wirklich ungeheuer. Und dagegen verwehre ich mich und deswegen suche ich auch gerne, wie jetzt auch heute mit unserem Gespräch, die Öffentlichkeit, um das auch nochmal in den Fokus zu rücken. Also ich bin natürlich erschreckt darüber, wie viele Menschen sich haben blind instrumentalisieren lassen und gegen rechts, das war ja noch nicht mal gegen rechtsextrem oder gegen was auch immer, gegen rechts auf die Straße gegangen sind, ohne überhaupt zu verstehen, für was sie da missbraucht worden sind. Nämlich die Bekämpfung von Opposition und auch die Bekämpfung von Wiederherstellung einer öffentlichen Ordnung, ja, von der wir, also die wir als Gesellschaft brauchen.
und auf die wir als Land auch angewiesen sind. Ja, es geht immer mehr dahin, dass der Begriff rechts oder auch konservativ gleichgesetzt wird mit Nazi. Absolut. Und Neurechts ist ja jetzt auch so ein beliebter Begriff. Neurechts, ne? Ja. Und ich glaube, der Philipp Amthor, der begreift so langsam, er hat eine Rede gehalten im Deutschen Bundestag. In dieser Rechtslage muss uns klar sein, ein funktionierender Rechtsstaat, der darf es nicht dulden, wenn unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit zu Extremismus aufgerufen wird, wenn Gruppen herabgewürdigt werden, sondern ganz im Gegenteil, hier müssen die Grenzen auch klar gezogen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber, und das sage ich schon, auch in Richtung der Ampel. Uns muss bei allem legitimen Kampf gegen den Extremismus auch klar sein, dass sich der Staat nicht zu einer Rolle als absoluter Hüter der Wahrheit aufspielen darf. Und deswegen muss ich Ihnen schon sagen, ich habe das einigermaßen irritiert zur Kenntnis genommen, wie die Bundesinnenministerin gemeinsam mit dem Verfassungsschutzpräsidenten in der letzten Woche eine Einordnung ihres sogenannten Pakets gegen Rechtsextremismus vorgenommen hat. Wenn man sich das mal vor Augen führt, Frau Faeser hat erklärt, wie sie denn jetzt auf den öffentlichen Diskurs staatlicherseits Einfluss nehmen will. Eine, Zitat, Früherkennungseinheit soll Desinformationskampagnen erkennen. Die, Zitat, Resilienz von Journalisten soll gestärkt werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll geschützt werden. Und wenn man sich das alles vor Augen führt und die Tonalität dieser Debatte von linker Seite vor Augen führt, dann muss man auch sagen, das hat eine Schlagseite und es dient einer Entfesselung staatlicher Gewalt zugunsten einer Herrschaft des Verdachts. Das ist nicht demokratisch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen, es hilft uns nicht, wenn man versucht, unter vagen Begriffen wie Rechts, Delegitimierung und Hetze das eigene Politikprogramm durchzusetzen. Wir haben einen wehrhaften, einen evidenzbasierten Rechtsstaat. Und dafür muss uns klar sein, da helfen hyperventilierende, undifferenzierte Vorstellungen von einem Kampf gegen Rechts nicht. Wir brauchen einen klugen und einen zielgenauen Kampf gegen Rechtsextremismus. Und zu dieser Differenzierung müssen Sie fähig sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn ich sage Ihnen, wenn Rechts verschwindet, was bleibt denn dann noch übrig? Links und Grün. Und das ist zu wenig für eine Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will Ihnen das in einem gekürzten Zitat vortragen von Harald Martenstein aus der Welt. Besser hätte man es nicht formulieren können. Ich zitiere. Bismarck, Begründer des deutschen Sozialstaats rechts. Gustav Stresemann, der bei den Nazis verhasste Kanzler und Friedensnobelpreisträger rechts. Der Hitler-Attentäter Stauffenberg und sein Team rechts. Wer glaubt, rechts bedeutet das Gleiche wie rechtsradikal, ist dumm. Ich meine das nicht so böse, wie es vielleicht klingt. Es muss auch dumme Menschen geben. Die Evolution hat es so gewollt. Diesem Zitat ist nichts hinzuzufügen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und uns muss schon klar sein, wir müssen differenzieren. Und es kann nicht sein, dass Sie in dem gemeinsamen Kampf, den wir brauchen gegen Rechtsextremismus, eine Politik des Verdachts auf den Weg bringen, die alle nicht-linken Organisationen kriminalisiert, während Ihre linken Vorfeldorganisationen finanziert werden durch das Demokratiefördergesetz. Das kann nicht funktionieren. Sie haben uns an der Seite im Kampf gegen Rechtsextremismus, aber nicht in der Ausgrenzung von allem, was nicht links und grün ist in diesem Land. Er hat eine Rede gehalten im Deutschen Bundestag, wo er halt mal klargestellt hat, dass rechts eine völlig legitime politische Haltung darstellt. Und ich glaube, er begreift so langsam, dass er irgendwann auch betroffen sein wird und als CDUler, als Nazi beschimpft wird. Ja? Es ist auch jetzt schon so. Also wir haben es ja erlebt, gerade bei diesen Anti-Rechts-Demos, die im Nachgang dann im Januar und Februar stattgefunden haben, dass da teilweise Politiker der CDU die Bevölkerung dazu aufgerufen haben, an den Demos teilzunehmen, die sich teilweise gegen sie selbst richteten. Also es waren ja Demos gegen alles, was bürgerlich konservativ ist. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Aber der Zeitgeist ist in dieser Art durch diese Verschiebung der Deutungshoheit so mächtig geworden, dass man in Kauf nimmt, sich selbst zu pulverisieren, so muss man das ja sehen, nur um auf der richtigen Seite zu stehen. Also es ist wirklich, die Stigmatisierung ist so grenzenlos, dass alles, was nicht links ist, rechtsextrem ist. Wir haben die Demos gegen rechts gesehen. Da waren ja
tatsächlich Millionen von Menschen auf der Straße. Wie schätzen Sie das in der Bevölkerung ein? Wie viel Prozent der Menschen verstehen, dass sie von der Politik instrumentalisiert werden sollen? Wie viele verstehen das? Wie viele laufen einfach nur mit? Und wie schätzen Sie das ein in der Gesellschaft? Also ich glaube zunächst mal, dass es nicht Millionen waren, sondern Hunderttausende. Das reicht auch schon, aber Millionen waren es meiner Einschätzung nach nicht. Man hat ja auch im Nachgang durchaus festgestellt, dass der übergroße Anteil derer, die dort auf der Straße waren, linksgrüner Gesinnung waren. Ja? Da gibt es ja Statistiken zu, die dazu erschienen sind. Und ich glaube, dass wir durchaus eine Spaltung in der Gesellschaft haben, die gar nicht mal an dem Links-Rechts-Schema sich orientiert, sondern diese Spaltung ist zwischen den Menschen, die frei arbeiten, denken, reden und wirtschaften wollen, und den Menschen, die direkt oder indirekt von diesem Staat alimentiert werden. Und gemäß dem Satz, man beißt nie die Hand, die einen füttert, sich auch von ihm ideologisch einlullen und einkaufen lassen. Ich glaube, das ist wirklich die Trennlinie. Und ich glaube, ich sag mal, wir haben ja eine stetige Erhöhung der Staatsquote. Wir haben immer mehr NGOs, die aus dem Boden sprießen. Es gibt ganz viele Leute, die für den Staat arbeiten. Immer mehr Leute jetzt seit Corona auch, die sich ins Bürgergeld fallen lassen, weil sie einfach sagen, das wird mir alles zu viel. Und natürlich ist das die Kreierung einer Abhängigkeitssituation, eines Abhängigkeitsverhältnisses. Und das sind die Menschen, die für sowas dann auch besonders anfällig sind. Also die vom Staat alimentiert werden und dadurch auch bereitwillig dessen ideologische Vorgaben akzeptieren und verinnerlichen, ohne kritische Rückfragen, weil es ihnen in erster Linie um ihr eigenes Überleben vielleicht auch geht. Quantitativ finde ich das jetzt sehr schwer. Ja, also da müsste man sich noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wir jetzt in Bürgergeld, BAföG-Studenten, NGOs, staatlich Angestellte, also das könnte man mal so zusammenrechnen. Aber wobei ich das auch nicht glaube, dass sie dann alle... Nein, natürlich nicht alle. Aber ich sage mal, die Tendenz oder die Bereitschaft, ich glaube, wenn Sie einen Unternehmer haben, ja, jemand, der ein eigenes Geschäft hat oder... Mhm. Der auch als Angestellter sieht, dass das Unternehmen auf freies Wirtschaften angewiesen ist, der wird deutlich schwieriger einzufangen sein für billige Narrative als jemand, der vielleicht in irgendeinem Ministerium sitzt oder, keine Ahnung, als Lehrer an der Schule unterrichtet oder, ja, ja, was jetzt nicht heißen soll, dass das für alle dann geht. Ich verstehe, was Sie meinen. Wir haben jetzt oft den Begriff konservativ benutzt. Was ist Konservativismus? Wie würden Sie diesen Begriff konservativ definieren? Also ich sehe mich als wertkonservativen Menschen und für mich bedeutet das, eine Verpflichtung und eine Verantwortung zu haben. Zum einen für das, was meine Vorfahren geschaffen haben, also damit verantwortungsvoll umzugehen. Das betrifft jetzt sozusagen meine direkten Vorfahren, aber auch, ich sag mal, die Leistungen oder Errungenschaften des Landes, in dem ich lebe. Ja, wir haben ja hier ein wunderbares Land, was viele kulturelle Errungenschaften, technische, fortschrittliche Errungenschaften, Gleichberechtigung Mann und Frau und so weiter hervorgebracht hat, von denen wir profitieren. Daraus leite ich für mich eine Verpflichtung ab, dafür mit Sorge zu leisten, dass das weiter so beibehalten wird. Und gleichzeitig auch eine Verpflichtung, dafür zu sorgen, mich selbst einzubringen für die nächsten Generationen. Diese positive Bilanz, diese positiven Errungenschaften auch weitertragen zu helfen. Und wertkonservativ bedeutet für mich, dass ich, dass ich zu den Werten dieses Landes, zu der Kultur, zu der Sprache, zu familiären Werten stehe und versuche, diese mit Leben zu füllen und auch daran aktiv partizipiere. Ja. Frau Schröder, Sie waren im Vorstand des Vereins Deutsche Sprache. Wie ist es Ihrer Meinung nach um die deutsche Sprache bestellt? Ich spreche da auch gerade die Jugendsprache an, wobei die Jugendsprache hat sich ja immer wieder entwickelt. Die Jugend hat immer ihre eigenen Wörter erfunden.
Zu meiner Zeit, wenn man etwas toll fand, sagte man, das war Dufte oder Knorke. Das benutzt heute kein Mensch mehr. Heute sagen die meisten Jugendliche, das ist geil. Ja, das war früher völlig verpönt. Also das durfte man in meiner Jugend nicht sagen, das Wort. Ja, das war ein No-Go, das zu sagen. No-Go, was ich gerade gesagt habe, ist auch so ein neudeutscher Begriff. Ja, wie hat sich die deutsche Sprache in Ihren Augen verändert? Also, ich liebe die deutsche Sprache, weil sie sehr komplex ist. Und ich stelle fest, dass wir eine totale Erosion mit Blick auf die Komplexität unserer Sprache erfahren. Das kann man an verschiedenen Aspekten unserer Sprache merken. Also wir haben einfach eine Sprachvereinfachung. Wir bedienen uns anderer Sprachen, also Stichwort Anglizismen. Wir haben auch eine Simplifizierung, das Duzen zum Beispiel, anstatt der Du-Sie-Wechselform. Wir erleben eine Art von Spracherosion. Und merken ja auch, dass gerade bei den jungen Leuten eben nicht mehr das Dufte Knorke, sondern Jalla oder Bro oder was auch immer angesagt ist. Ich finde, man muss sich nur mal ein bisschen mit Literatur beschäftigen und mal den Blick in das ein oder andere Buch werfen, um zu sehen, was unsere Sprache eigentlich für einen Reichtum der Ausdrucksweise beinhaltet und wie wir davon abgerückt sind. Und das sieht man ja auch im Bildungswesen. Also wir haben bei Sprachkompetenz in den letzten Jahren immer schlechtere Werte bei den Schülern aufzuweisen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Schüler der Grundschule oder Realschule oder Ähnliches, sondern wirklich auch auf Gymnasialschüler, also die Orthographie nicht mehr richtig beherrschen und die auch eine Diversität ihres Ausdrucks gar nicht mehr haben. Und auch die Ausführlichkeit nicht mehr haben. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir uns zunehmend digital äußern, ja, also über WhatsApp oder Kurznachrichten, dass wir generell immer weniger schreiben. Und wir wissen ja, dass Spracherwerb und Sprachpraktik auch gerade durch das eigene geschriebene Wort verfestigt und elaboriert werden. Das heißt, je weniger wir selber lesen und schreiben, desto mehr haben wir auch mit der Verkümmerung unserer Sprache zu kämpfen. Und das sieht man in der Ausdrucksweise. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass nicht nur die jüngeren Menschen, sondern auch die Erwachsenen oder älteren Leute zunehmend den Tag vorm Handy verbringen, also auch immer weniger miteinander im Dialog sind, Gespräche führen. Und das ist quasi wie so ein bisschen ein Aus-der-Übung-Kommen. Und dann haben wir natürlich auch durch das Thema Migration zunehmend Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache oder als erste Sprache erlernen und bei denen das im Haushalt auch nicht die Alltagssprache darstellt. Und das führt einfach dazu, dass wir auch eine Verflachung und eine Simplifizierung von Sprache erleben. Und dadurch eine Anpassung des Sprachniveaus nach unten erleben. Und das finde ich sehr bedauerlich. Ich habe das bei meinen Kindern erlebt. Die hatten so eine Phase, da haben die das übernehmen wollen. Und die haben dann zu Hause so gesprochen in diesem, wie darf man das ausdrücken? Migrantuslang? Migrantuslang, ja. Ist das nicht rechtsradikal, wenn man das Wort... Kann sein, das habe ich jetzt nicht länger drüber nachgedacht. Okay. Also die haben diesen Slang übernommen. Hm. Und das hat uns, meine Frau und mich, unheimlich gestört. Wir haben da auch richtig gegengearbeitet, weil ich das unerträglich finde, ne? Diesen Slang. Aber ist das vielleicht eine natürliche Entwicklung, die schon immer so stattgefunden hat? Oder ist das eine gesteuerte Entwicklung Ihrer Meinung nach? Also ich glaube schon, dass es eine natürliche Entwicklung ist, also eine natürliche Konsequenz. Ja, ich meine, wir haben ja durchaus auch, ich sag mal, zu anderen Zeiten französische Einflüsse in unsere Sprache erlebt, die sich auch im Vokabular niedergeschlagen haben. Jetzt in dieser Zeit kommen halt viele ungute Dinge zueinander. Also wir reden grundsätzlich weniger, wir schreiben weniger, wir lesen weniger, wir konsumieren digital. Also das heißt, unsere gesamte Sprachkompetenz ist sowieso eher eingeschränkt, weil wir uns ressourcenmäßig einschränken lassen durch die Digitalisierung. Und wenn dann noch das Thema
der Migration dazukommt, dann ist es einfach ein weiterer Baustein in dieser Entwicklung, die sozusagen schon eine natürliche Konsequenz darstellt, aber eine, die wir jetzt nicht unbedingt gutheißen müssen. Ja? Wie ist das denn in anderen Ländern? Die Franzosen definieren sich ja sehr über die Sprache. Das heißt, man muss noch nicht mal französischer Staatsangehöriger sein, aber wenn man fließend Französisch spricht, akzeptieren die Franzosen einen als Franzosen. Absolut. Ja? Richtig. Also die Franzosen haben ja auch ein ganz anderes Verhältnis zu ihrer Sprache. Sie sind sehr stolz auf ihre Sprache. Sie haben ja auch die Académie Française, die sozusagen der Hoheitswächter über die Sprache ist. Sie haben eine Quotenregelung im Radio über den Anteil französischsprachiger Lieder etc. Also das ist, so kann man natürlich Sprache auch verteidigen. Also die Frage ist, wie leichtfertig gibt man die eigene Sprache äußeren Einflüssen hin, dass man sagt, das ist ja auch toll, vielleicht wollen wir auch sprachlich diverser werden. Oder sagt man, nein, unsere Sprache ist ein schützenswertes Kulturgut, was wir gegen Einflüsse von außen verteidigen. Das ist auch eine bewusste Entscheidung. Aber dafür bedarf es natürlich eines gewissen Sprachpatriotismus. Und der ist in Deutschland natürlich per se auch eher so ein bisschen verpönt. Ich habe es jetzt noch gemerkt, da war ja eine Werbung im Fernsehen für das Länderspiel, was jetzt gerade stattgefunden hatte, Deutschland gegen Niederlande. Und dann stand auf dieser Tafel, die eingeblendet wurde, nicht Freundschaftsspiele, sondern Friendly Games. Mhm. Was ist der Sinn dahinter, dass man im deutschen Fernsehen dann englische Begriffe, englische Wörter verwendet? Auch zum Beispiel fällt mir gerade ein, das Wort Sommerschlussverkauf und so weiter, gab es früher Winterschlussverkauf, jetzt heißt es überall nur noch Sale. Ja? Klar, es ist natürlich auch ein eindeutiges Merkmal eines globalisierten Marktes, ja, ob das jetzt für Fernsehrechte bei Fußballspielen oder im Einzelhandel sich niederschlägt. Natürlich haben wir es da mit Effekten der Globalisierung zu tun. Und da ist Englisch eben die Sprache, die alle miteinander verbindet. Und dann ist es natürlich vielleicht auch für Warenhausketten deutlich einfacher, wenn sie bestimmte Marketinginstrumente in ihren Filialen in Berlin, Paris und London gar nicht mehr übersetzen müssen. Das hat wahrscheinlich auch wirklich ganz praktische Gründe. Ja. Trotzdem finde ich das schade auch mit dem Sommerschlussverkauf. Ja? Ja. Also man hat so das Gefühl, es ist so ein bisschen, wie der Engländer sagt, one size fits all. Ne? Also wir erleben eine Standardisierung der Sprache, die eben auch an anderen Stellen eine Standardisierung mit sich bringt. Also zum Beispiel, wenn Sie heute durch eine Fußgängerzone gehen in Barcelona, Paris oder Berlin, dann finden Sie da fast dieselben Geschäfte und auch fast das gleiche Warenangebot. Und so ist es mit der Sprache natürlich auch so ein bisschen. Ne? Ja. Also auf der einen Seite kann man sagen, naja, ist ja auch gar nicht so schlecht. Die jungen Leute wachsen heute mit einer Sprachkompetenz in Englisch auf, von der wir jetzt vielleicht als Jugendliche nur hätten träumen können. Nicht verkehrt, ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, wenn man, ich sag mal, in seinem sprachkulturellen Raum dann auch ein funktionierendes Sprachbild hat, was nicht wie so ein zerlöcherter Käse überall Versatzstücke anderer Sprachen in sich trägt. Wie ist es denn in anderen Ländern? Also ich denke zum Beispiel an Spanien oder auch an Japan. Sind da ähnliche Entwicklungen zu beobachten wie in Deutschland? Da fragen Sie jetzt den Nicht-Experten. Also ich weiß nur, ich bin öfter in Spanien. Ich sag mal, was diese Einzelhandelsgeschichten angeht, ist das dann natürlich genauso, ist klar. Also vieles auf Englisch. Aber ich glaube insgesamt, wir haben im europäischen Sprachraum einfach wunderschöne Sprachen. Das ist ja nicht nur das Deutsche, ja, auch Italienisch, Spanisch sind ja alles tolle Sprachen. Und ich glaube, dass wir generell ja so ein bisschen mit unseren kulturellen Identitäten zu kämpfen haben und so ein bisschen überlegen, wie viel geben wir davon ab? Ist es überhaupt noch wichtig? Ist das vielleicht unmodern? Ist es gar nicht mehr zeitgemäß? Ja, sollten wir uns alle vielleicht in so einer Art Englisch-Mischmasch unterhalten? Oder brauchen wir Nationalsprachen überhaupt noch? Weil sie ja auch Ausdruck einer kulturellen Identität sind. Und ich glaube, dass wir da gerade im deutschsprachigen Raum eher schwach aufgestellt sind im Vergleich zu anderen Ländern, ja. Lässt sich das umdrehen?
Ich glaube, dass wir generell gut daran täten, mehr Wertschätzung für unsere Sprache zu zelebrieren, weil sie auch wirklich eine tolle Sprache ist, weil sie so unglaublich viel transportiert. Und ich meine, ich habe selber einige Jahre in England gelebt. Ich würde sagen, ich spreche wirklich recht gut Englisch. Trotzdem ist die Komplexität meiner Muttersprache, die ich auch, ich sag mal, durch Literaturstudium etc. versucht habe, weiter zu verfeinern, hat eine ganz andere Tiefe. Also ich verstehe den Hintergrund. Es geht ja nicht nur um das gesprochene Wort, sondern was Worte per se in sich tragen. Und das sind oft Bedeutungen, die ja einfach einen kulturellen, soziokulturellen Kontext haben, der sich uns nicht erschließt, wenn wir sie einfach nur als Worte lernen. Sondern es sind Begriffe, die eine tiefere Bedeutung in sich tragen. Und die bekommen wir eigentlich nur mit, wenn wir den Spracherwerb in der Kultur, in der diese Sprache gesprochen wird, gleich miterlernen. Und insofern plädiere ich sehr für Sprachpflege, was jetzt gar nicht heißt, dass man sich komplett abschotten sollte. Natürlich unterliegt Sprache Veränderungen, das ist ja auch gut so. Aber wir sollten schon zu unserer Sprache stehen und wir sollten auch ihre Komplexität und ihre Schönheit pflegen, nicht verleugnen und sie vor allen Dingen nicht aushöhlen. Also ich finde diese Verflachung, das hat ja auch was mit Verflachung von Bildungsniveau zu tun. Und ich glaube, dass wir gerade in Europa eben diesen Reichtum an Kultur, der sich auch in Sprache ausdrückt, aufrechterhalten sollten. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Schröder. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zusehen. Ja, bitte lassen Sie ein Like da, empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie unseren Kanal und ich sage bis bald.